Ah, schön. Jetzt erstmal so richtig ordentlich. Warum ist deine Webster? Verdammt, ich bin schon drauf. Da! Hallo zusammen, hier ist euer Akne97 mit dem nächsten How-To, meinem zweiten How-To-Video. Und zwar diesmal das neue YouTube. Viele von euch haben mich ja angesprochen und gefragt, wie findest du das neue Design? Viele haben auch gesagt, mach wieder das alte Design rein, ist ja voll kacke, was du da machst. Ich muss die Musik leiser drehen, weil sie mich voll übertönt. Ist ja voll kacke, ist voll hässlich. Jetzt erstmal kurz allgemein meine Meinung dazu, bevor ich damit beginne. Das neue YouTube-Design, mir gefällt es persönlich sehr. Bisschen unübersichtlich, es hat noch die ein oder andere Macke, die aber YouTube bestimmt beheben wird. Und ihr müsst euch alle, wirklich alle auch vor Augen führen, dass YouTube eine Kapitalgesellschaft ist, die zu Google gehört und natürlich Geld einnehmen möchte, um auch weiterhin präsent zu sein. Das hier ist eine Firma, YouTube läuft hier über Google, soll heißen, es muss sich finanzieren, es muss sich rentieren. Und wenn man da nicht mit dem Geist der Zeit mitgeht, kommt irgendwann vielleicht eine andere Videoplattform, die alles bietet, was YouTube hat und besser aussieht. Deswegen geht YouTube immer wieder neue Schritte und jetzt nach inzwischen 7 Jahren war der Neuanstrich auch mal fällig. Und ich finde, er ist gut gelungen. Viele glauben das natürlich nicht und regen sich wieder total auf, aber seht einfach mal auch, dass auch die gute YouTube-Community und YouTube nur bestehen kann, solange YouTube Erfolg hat. Und YouTube muss damit mit dem Geist der Zeit mitgehen. Deswegen nehmt das neue Design hin, erfreut euch dran, wem es gefällt, wen nicht, der hat halt Pech in dem Fall. Und wenn es euch hier nicht gefällt, dann bleiben euch ja andere Videoplattformen. Aber gut, das ist was anderes, das ist meine persönliche Meinung. Ja, ihr seht schon, das Ganze ist jetzt ein bisschen verwirrend. Wenn ihr jetzt hier seht, hier sind die Kommentare, beispielsweise wenn der gute Josh Jepson noch was dazu geschrieben hat, zu seinem Video, oder wenn jetzt Shinji ein Bulletin geschrieben hat, hier bekommt ihr alles aufgeklatscht, was ihr nur kriegen könnt. Zum Beispiel HL, egal. Ja, schön, was meine Abonnenten alles, meine Abonnements alles posten. Sind viele Englische dabei, wie ihr seht. Hier sieht man auch ein paar meiner Abonnements und da drüben die empfohlenen Kanäle für mich. Was ich sehr schön finde, sind die empfohlenen Videos auf der rechten Seite. Einfach aus dem Punkt, sie sind jetzt nicht mehr störend mittendrin. Das ist für mich ein Riesending, das hat mich früher sehr aufgeregt und ich freue mich sehr, dass da was getan wurde. Ich nutze aber meistens die Funktion nur Uploads anzeigen, damit ich einfach nur die Videos meiner Abonnements sehe. Das könnt ihr auch machen, dann seht ihr zwar die Bulletins nicht mehr, aber ihr bekommt einfach hier die Videos aufgelistet nach der chronologischen Hochladereihenfolge. So, das war aber nicht das Gröbste, was ich euch zeigen wollte. Was ich euch zeigen möchte, ist natürlich mein Kanal. Es ist ja ein How to use my channel. Wie ihr schon seht, das neue Design, der Kanalhintergrund, der orangene, wird sich noch ändern. Da ist momentan, ist er in Arbeit, die gute Lost Destroyer kümmert ziemlich drum. Und ich freue mich schon sehr auf das, was kommt. Ihr seht rechts an der Seite hier erstmal über meine Let's Plays, so Let's Plays, mehr als Leidenschaft. Da seht ihr ein paar Informationen, kleiner Text, den könnt ihr euch ja gerne mal durchlesen, wenn ihr wollt. Hier ist alles drin. Dann, wenn ihr einen Kanalkommentar posten wollt, könnt ihr das hier tun. Man kann die aber hier nicht lesen. Wenn ihr sie lesen wollt, zeige ich euch gleich, wo ihr dahin müsst. Zuerst wird immer der aktuelle neue Part von mir ganz oben auf der Seite zu sehen sein. Ich vermute mal, dass es bei mir grundsätzlich Skyward Sword sein wird für die nächste Zeit. Und unten findet ihr meine aktuellen Projekte und Uploads. Das heißt, hier sind all meine hochgeladenen Videos. Kann ich euch auch mal zeigen, wie das aussieht. Einfach hier alles an Videos, was ich hochgeladen habe. Und ob ich sie auch schon angeguckt habe, noch markiert. Das brauchen wir aber gerade nicht, sondern weiterhin hier. Und sonst findet ihr hier all meine Playlisten von aktuellen Projekten. Und es werden immer so viele sein, dass sich das die Größe des Kanals nicht viel verändert. Unten habt ihr 3 ganz wichtige Links. Zum einen einmal TGN, mein, ich sag's mal, Sponsor, mein Partnerhilfsdingens, wo ich den Partnerstatus her habe. Habt ihr hier TGN, in der Mitte NML Gaming, unser LOL-Team.
Und mein aktuellen Lieblings-Let's Player. Momentan ist das der gute Lost Destroyer mit Mini-Ninjas und Metroid Legacy. Der ist immer hier. Weitere Empfehlungen von mir findet ihr auf der rechten Seite, beispielsweise Rehawk LP, Shinji Prism River, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die gute Kimme Attacking Toucans und Josh Jepsen. Das sind immer die, die ich zu dem Zeitpunkt auch sehr gerne anschaue, aber nicht meine absoluten Lieblinge sind, beziehungsweise nicht mein Lieblingsprojekt haben. Der nächste Punkt ist Feed. Hier im Feed findet ihr alle meine Informationen. Testweise das neue Kanaldesign, da habe ich schon angesprochen. Hier findet ihr, wenn ich ein Video zu einer Playlist hinzufüge, welchem Video hochgeladen habe und vieles mehr. Rechts dann wieder TGN, NMG und Lieblings-LPR. Plus mein Twitter-Account übrigens. Wenn ihr Interesse habt, mich ein bisschen näher zu verfolgen und ein bisschen mehr Informationen bekommen wollt als über die YouTube-Bulletins, dann guckt einfach auch mal bei Twitter, da poste ich auch mal Müll rein. Würde ich mich freuen, wenn ihr mich hier, mir da folgen würdet. Möchtet ihr zu den Kanal-Kommentaren, müsst ihr hier beim Feed anzeigen, nur Kommentare gehen. Dann bekommt ihr alle Kanalkommentare, die bei mir gepostet wurden in letzter Zeit und sie sind verdammt lange. Vor 3 Wochen. Holy moly. Ich hoffe, ich kann das einstellen. Ich kann gerade nebenbei gucken. Nee, kann ich nicht. Schade, ist ein bisschen zu viel, was da kommt. Aber gut. Hier seht ihr dann ganz viele Kanalkommentare und könnt ihr dann auch welche posten, durchlesen, euch Flame Wars widmen, damit ich euch danach löschen kann, die Kommentare. Und der letzte Punkt ist Videos. Hier findet ihr die hochgeladenen Videos alle nochmal säuberlich aufgelistet. Nach chronologischer Hochladereihenfolge. Und da unten könnt ihr natürlich weiter blättern. Und auf der anderen Seite habt ihr links die Möglichkeit, auf die Playlist zu switchen. Und wer denn wissen will, was ich alles schon beendet habe, was aktuell läuft, was für Projekte bei mir irgendwie sind, und das sind Projekte, die gar nicht mehr da sein sollten, Playlist, da muss ich noch dran arbeiten. Dann findet ihr die alle hier zu sehen. Hier müssen natürlich ein paar Playlists raus, wie ich gerade schon gesagt habe. Da ist noch ein kleiner Fehler drin, aber das tut nichts zur Sache. Hier habt ihr die Playlisten. Wenn ihr ein besonderes Video sucht, beispielsweise 2000 Abonnenten, 2000 Abonnenten, Special, dann sucht ihr einfach nach 2000 Abonnenten und findet keine Videos. Das ist sehr schön. Iggy, Filmaus zu Iggy, Filmaus zu Koopa, findet man auch nicht. Findet man Mario? Gott, das ist schön, dass die Funktion nicht funktioniert. Anscheinend doch. Ich habe nur noch einen falschen gesucht. Und warum finde ich hier Mario Kart bei der Fußball-Weltmeisterschaft? Egal. Ihr wisst, was ich euch sagen wollte. Das war mein kleines, wie nutze ich Agnes Kanal in Zukunft. Wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass die Kommentare im Feed versteckt sind. Die Kommentare, wie man sie lesen kann, die Kanalkommentare. Aber ich denke, das Design ansonsten finde ich recht gut gelungen. Bisschen kleiner als früher. Aber da wird bestimmt noch was kommen, denn das ist immerhin erstmal die Beta. Dann wünsche ich euch viel Spaß weiter mit meinem Kanal, mit meinen Videos und jetzt gleich kommt noch Skyward Sword und Zelda und vielleicht auch noch ein paar Mario Kart. Mal schauen. Ich würde sagen, ich bin Akne97, wir sehen uns dann beim nächsten Video und ich gehe jetzt auf YouPorn. Tschüss!